Es ist eine Brasse, glaube ich, nicht? Eine Dorade. Eine Dorade ist ja. Das. Schön, wunderschöner Fisch. Ein wunderschöner Fisch, man darf ihn nicht anschauen. Nein. Weil man da einfach Angst kriegt, man tut ihm weh. Ja. Nicht? Das sind Löcher zum Spicken. Das sind Löcher zum Spicken und da hinein kommt Knoblauch. Aber in großen Mengen. In großen Mengen. Ja, man muss es ja nachher nicht essen, aber wichtig... Ja, weil er ganz bleibt, den nimmt man nachher praktisch zur Seite, legt ihn zur Seite und isst es nicht mit, wenn man es nicht will. Man sagt ja, Knoblauch sei auch ein Aphrodisiakum. Ach so. Habe ich gehört. Also ich glaube, dass es... Also Knoblauch macht vieles. Ich glaube, dass es eher die Liebenden trennt, wenn einer es nur gegessen hat. Nein, es müssen natürlich beide essen, das ist ganz klar. Das ist klar. Das ist ganz klar. So, die eine Seite ist jetzt fertig. Und das ist ein Rezept woher? Das ist ein Rezept aus Thailand. Thailand? Und das ist sehr merkwürdig. Es können dort auch die Fischer, was wir erlebt haben, die mit uns rausgefahren sind, ein Fischer in einem Boot, der tat dann eine Schnur ins Wasser, ja, ohne irgendetwas drauf, also keinen Köder oder sowas. Und es kamen Fische und diesen Fisch machte er uns sogar an Bord. Auch so? Auch so. Genau. Knoblauch hatte der immer dabei. Ich wusste gar nicht, dass die in Thailand auch so viel Knoblauch benutzen. Ja, das bitte Sie. Wenn ich an die Thai-Küche denke, dann denke ich eher an Sachen wie Zitronengras und Ingwer. Ja, und ja, das Sachen. Ist natürlich alles. Ich hab übrigens ähnlich, aber nicht so gespickt, neulich auch eine Dorade gemacht. Da habe ich das Zitronengras, das kaufe ich im Asienladen. Ja. Gibt es inzwischen überall. Gibt es natürlich auch getrocknet. Es gibt jetzt, die getrockneten sind nicht so gut, aber es gibt was Neues. Kennen Sie das schon? Gefriergetrocknete Nein. Sachen. Die werden so gefriergeschockt und Aha. dann getrocknet. Und wenn die in Verbindung mit Flüssigkeit kommen, dann gehen die auf und sind wie frisch. Na, ganz fantastisch. Das muss natürlich meine Frau sofort wissen, denn die wird das sofort Ja, kaufen. Gefriergetrocknet. Zitronengras und das habe ich gemischt mit Ingwer, schön geschält und klein geraspelt und dann noch ein bisschen dieses Cilantro, dieses Koriander, ne? Ah, schön. Frisches Koriander. Und das ist so eine etwas asiatisch-exotische Mischung, die habe ich reingetan. Ja, einfach nur. Wir machen auch rein natürlich, wir machen da ein bisschen Butter rein in den Fisch, Aha. ein bisschen draußen. Ja. Und dann tun wir dieses Basilikum, was wir ein bisschen, können Sie das noch ein bisschen schneiden? Ja. Auch das hat mich überrascht, als ich neulich gelesen habe, dass Basilikum eigentlich ursprünglich ein asiatisches Gewürz ist. Wir identifizieren das immer mit Italien. Nee, ich glaube, diese Gewürze sind eigentlich überall. Außer auf den Philippinen, also da waren sie nicht. Aber da war vieles nicht. So, da kommt dieses hinein, zusammen natürlich mit jenem Zeug, was ungeheuer also, scharf ist. Jetzt muss ich mir mal schnell etwas holen. Ja. Ja. Also jetzt ist gespickt Knoblauch, innen Basilikum, und, Butter ein bisschen. Und ein paar Knoblauchzehen auch noch. Auch noch mal. Oh, 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 oh. Da ja, darf man aber am nächsten ja, Tag kein Synchron ja, haben, ist ja oder? Alles, nein, es ist ja alles Gesundheit. Das ist gesund. Und jetzt machen wir ein bisschen von diesem Zeug ganz auch hinein. Gefährlich, ganz gefährlich. Ja, das ist klein so. Gemahlene... Das hier, eine Chilischote. Das hier, Peperoncini. Jawohl. Ne? Sind die nicht so. Wunderschön so im Ganzen? Wunderbar. Aber scharf. Aber scharf. Also wenn man die, ich muss ja nachher gleich für meinen Snack eine frische Chili schneiden. Ja. Wenn man sich da nicht sofort die Hände wäscht und dann aus Versehen ans Auge kommt. Es tränt. Oh, oh, na mehr. Es tränt. Schmerzt vor allem. So, und jetzt würde ich sagen, salzen wir ja. den Fisch. Und pfeffern ihn. Ja. Also Sie haben es richtig den Fischern abgeguckt und machen es inzwischen den... Naja, das machen sie natürlich in den Restaurants auch. Na gut, aber da sieht man es meistens nicht, Na, man weil man nicht in zu. Die Küche kommt. Na, eben. Sind Sie öfter da in Asien so im Urlaub? Oder? Naja, wir waren im vorigen Jahr, waren wir eigentlich nur dort. Jetzt auch noch drauf? Ui, das kommt drauf. Sie sind aber mutig. Eieiei, der wird aber ganz schön Ja, das scharf. Muss sein. Oh. So, ich hoffe, ich vergesse es. In diesen Mengen, ich tue da in... Das bleibt ja drauf. Das ist ja und nicht so das isst man auch das nicht muss, mit. Das muss man nicht mitessen. Nein, nein. Keine, die Schale Moment, jetzt muss ich überlegen. Habe ich alles? Sie, ja, Pfeffer habe ich auch. Wollen Sie noch zusätzlich Pfeffer? Ein bisschen, ja, drauf.
Aber ich würde auch dringend empfehlen, sich jetzt die Hände zu waschen gleich. Das mache ich gleich. Oh, also ich meine nicht aus hygienischen Gründen das auch, sondern wirklich, weil dieses scharfe Zeug ganz gefährlich ist. So, habe ich alles? Drin ist genug? Knoblauch, Chili? Alles, drauf was hier ist auch. Jetzt kommt der Fisch in ein... In so eine feuerfeste Form wahrscheinlich. Überlegt natürlich immer, habe ich alles? Habe ich alles ja. gemacht? Ja. Aber ich glaube, das ist alles richtig. Also ich gucke ja auch immer in meinen... Ich habe hier auch so einen Zettel, aber ich glaube, das stimmt alles. Also es gibt ja Menschen, die kochen völlig aus der Fantasie, die beneide und bewundere ich. Ich gucke immer in mein Rezept, ich wandle es dann zwar ab, aber ich will auch immer wissen... Ist es richtig? Ja. Ja. Also Salz ist genug, Pfeffer ist genug, Chili ist genug. Oh ja. Knoblauch ist genug. Genug. Gut, dann würde ich sagen... Bisschen Butter. Ein bisschen Butter rein. Ja. Ah ja. Ja, klar. So. Sonst brät das gleich von unten an. Ja, ja. So, ein bisschen mehr machen wir, nicht? Ja, genau. Das ist ja Butter, ist ja auch so ein wunderbares Gewürz. Oh. Aber benutzen die Butter zum Beispiel in Thailand? Ich glaube nicht. Die nehmen wahrscheinlich Öl. Öl, ja. Ja. Wir nehmen auch viel Öl eigentlich. Ja, ich auch. Nur ich mag den... Servus. Kann man... Auf Wiedersehen. Kann man das auch mit anderem Fisch machen? Ja. Ja. Aber er muss einen Bauch haben. Also keine Flunder. Kein Plattfisch. Oder keine Seezunge. Nein, oder so. Das geht. Er muss einen Bauch haben, vielleicht sogar noch einen etwas größeren Bauch. Ja. Aber so mit anderen fest, wahrscheinlich so festen, mit einem festen Fleisch auch. Ja, ja. So, da kommt ein bisschen. Die Dorade ist ja relativ teuer. Ich habe mich. Ich habe es in mehreren Stellen mich mal erkundigt und der Unterschied war enorm. Zwischen glaube ich, 29 und fast 40 Kilo. Mark pro Kilo, ja. Es ist kein billiger Fisch, aber natürlich was Feines. Ja. Ich weiß gar nicht, warum die meisten Menschen immer noch so viele Probleme haben mit Fisch, besonders mit einem Ganzen, also so ein Filet. Ja, das kann ich Ihnen sagen, schauen Sie. Wenn ich diesen Fisch ansehe, und zwar jeden Fisch ansehe, und der Kopf muss ja dranbleiben, tut er mir leid, selbst wenn er tot ist. Na, ich glaube, es ist nicht nur das. Ich glaube, irgendwie haben viele das Gefühl, sie können es nachher nicht tranchieren, also das Fleisch da rausholen. Nein, ich erinnere mich, neulich waren wir, unser kleiner Sohn isst ja nun wahnsinnig gerne, und wir haben so Italiener in Hamburg, einen Leib- und Magen-Italiener sogar. Und da war neulich ein Kopf zu sehen. Ja. Und zwar bei dem Fisch, den die Yvonne zu Hause machte. Ja. Er hat ihn nicht gegessen. Naja, also er isst nur Filet. Ich kann und das da schon, ist ja, nichts da dran. Sieht man es nicht. So, wir haben einen, hatten Sie vorhin schon reingetan. Ja. Der wird jetzt auch irgendwann klingeln, dann müssen wir die Folie abnehmen. Aha, das heißt, hier kommt das jetzt heißt, eine hier Folie. Kommt eine Folie drauf. So. Ich darf das schon mal ein bisschen entsorgen. Wunderbar. Und wann klingelt's? Müsste jetzt bald klingeln. Wir haben es ja so eingestellt, als wir es reingetan, dass es nach 10 Minuten klingelt. Ne? So war es doch. 10 ja, Minuten mit richtig, Folie richtig, und dann 12 richtig. Minuten ohne Folie. Und jeder größere die doppelte Zeit. Ja, das ist klar. Nur weil er so klein ist, ja, geht ja, er in 24 eine kleine Minuten. Kleine. Ich mache nachher im Wok, passend auch schön, thailändisch, schön, ein Gemüse. Ja. Und diese verschiedenen Gemüse, ganz leicht, das kennen Sie ja nur, also fast noch halb roh, knackig. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit und in der Zwischenzeit, wenn ich das mal ein bisschen zur Seite stellen darf, mache ich einen kleinen Snack, einen Thai-Snack. Und zwar wird der aus Krabben gemacht und weil man nicht immer frische kriegt, gibt es diese getrockneten, auch im Asienladen, wo ich auch mein Zitronengras kaufe. Und jetzt gibt es eben gefriergetrocknet, nicht nur das Zitronengras und alle möglichen Kräuter, sondern es gibt jetzt auch gefriergetrocknete Shrimps. Also in dem Fall, Sie haben gehört, das war vakuumverpackt. Und die tue ich einfach in ein bisschen Wasser. Und die in 2-3 Minuten werden die... Das ist der Fisch. Das ist der Fisch. Da müssten Sie jetzt... Womit kann ich da anfassen? Gibt es da irgendwas? Ja. Oder kann man das... Aha, prima. Und wo geht das auf? Das Apparat kenne ich nicht. Aha. So, wunderbar. Den hole ich jetzt raus. Ja. Stell ihn vor, dort. Darf ich ihn hinstellen? Ja, das ist gut. Und einfach die Folie ab.
Nee, wir tun den wieder Folie, rein ohne richtig, Folie, damit richtig, wir richtig. Den noch einmal fertig kriegen. Und so, na sieht der nicht wundervoll aus? Oh, fantastisch, na fantastisch. Super. Und ich stelle jetzt die Uhr auf 12 Minuten. So. Gut. Wie tue ich da hin? Die ist jetzt fertig. So, die kommen also jetzt in Wasser und werden hier in 2 Minuten, gieße ich dann ab. Und dann sind die wie frische. Frische, toll. Ist enorm, ne? Toll. Und ich habe meine berühmte Teufelsmaschine, mit der ich alles haxle und mache. Da kommt rein Zwiebel, eine Aha. rote Zwiebel. Schon habe ich schon mal. Das ist jetzt auch wieder... Aber nicht alles jetzt. Nein. Die habe ich... Das ist auch so eine, wenn man sich da nicht die Hände wäscht, anschließend kann das gefährlich werden. Chili. Also das ist die kleine, getrocknete, das sind die großen. Gibt es auch in grün, kennen Sie ja. Auch sehr gefährlich, auch sehr scharf. Schneide ich nur noch ein bisschen. Das wird ja alles in der Maschine gehäckselt. So. Und das bleibt so? Nein, das nehme ich durch auch da. Ich wollte nur nicht alles jetzt schneiden, damit wir dann den Saft, das Limette. Ja. Eine halbe Limette. Die zum Beispiel auf den Philippinen ganz klein sind und ungeheure Wirkungskraft haben für den Körper. Das wusste ich auch nicht. Ja, die Asiaten sagen ja bei allem immer, wofür es gut ist. Also wenn die irgendein Ingwer zum Beispiel oder andere Sachen, die sind immer für irgendetwas gut. Ja. Und die essen auch danach, nicht nur nach Geschmack. Na, sie essen ja natürlich am gesündesten eigentlich. Die Asiaten, ja. Ach, die sind irgendwie, ach bitte, ich glaube, sie können das viel besser. Jetzt habe ich da, also die Krabben kommen gleich rein, die Zwiebel, die Chilischote, Zucker. Hinein? Ja, bitte. 2 Esslöffel Zucker, finde ich ein bisschen viel, das werde ich sozusagen verkleinern. Limettensaft und eine thailändische Fischsoße. Sauce de Poisson. Mhm. Die gibt es inzwischen ja auch in diesen ganzen Asialäden. Es gibt ja dermaßen viele Asialäden jetzt überall. 1,5 Teelöffel. So. So. Jetzt muss ich sehen, ob meine Maschine? Shrimps. Nee, ob die. So. Ja, sind schon weich. Die gieße ich jetzt ab. Ist enorm, wie schnell, wie praktisch das ist. Na, wie neu ist denn das? Das ist ganz das, neu. Das ist gerade seit ein paar Monaten auf dem Markt. Das ist toll, ne? Jetzt da rein. Tropfen. So, und jetzt kommt meine Maschine. Das ist auch neu. Ja. Das ist toll. Ist doch toll, ja, oder? Toll. Und darin kann ich alle, ich kann sogar die Petersilie darin hacken. Ich kann also wirklich alles Mögliche mit dieser Maschine machen. Und es ist besser als dieser Stab. Weil das auch, da muss man es immer... Es zermatscht nicht. Nein, das ist toll, toll. So. So. Und jetzt habe ich irgendwo, da drüben. Wir nehmen die, ja, so ein bisschen. Einfach. Darf ich Ihnen so eins geben? Das ist aber wunderbar. Das stimmt. Sehr thailändisch, sehr, sehr asiatisch. Das ist wunderbar. Ne? Bist ein bisschen scharf. Schön. Essen Sie nur so asiatische Sachen, so leichte Sachen? Möglichst, ja. Möglichst. Seit wir oft drüben waren oder öfter drüben waren und uns eigentlich in den Kopf gekommen ist, dass das wirklich das gesündeste Essen ist, kochen wir viel. Also nicht ich. Ich kann das nicht so gut, aber meine Frau. Aber ab und zu Sie mal so einen Fisch. Ja, auch jetzt, nicht nur den Fisch. Sie haben mir einen Wein empfohlen. Ja. Und den habe ich auch besorgt. Ja. Nämlich aus Südafrika. Und den scheinen Sie regelmäßig zu trinken? Ja, wir haben eigentlich seit den letzten Jahren nur südafrikanischen Wein.
Das ist schon. Und ich finde es wunderbar, dass so langsam der Wein also auch hierher kommt. Jetzt müsste man sich natürlich da hinsetzen, weil wir Zeit haben, ja, einen Wein trinken. Einen Wein müsste man in Ruhe trinken, aber ich trinke und in der Küche. Und eine Zigarette rauchen. Ach so, bitte, dürfen Sie. Ja, haben wir Zeit? Mhm. Oh. Sie müssen sich ja nicht dorthin setzen. Sie, das ist schön. Schön, nicht? Ganz trocken. Übrigens gar nicht so anders als ein deutscher Weißwein. Also auch relativ leicht. Aber er kommt natürlich sehr viel aus der französischen Traube. Ja, ja, ja. Und wenn Sie Bücher lesen zum Beispiel, wie dieser Wein entstand, wie sauer er war und wie, ja, er dann hochkam. Also für mich ist das eine Werbung? Nee, man kann ja sagen, nicht südafrikanischer Wein ist. Wissen Sie, ich habe in meiner Sendung viel deutschen Wein. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass sehr viele Menschen noch nicht wissen, was für einen guten Wein wir auch in Deutschland haben. Und das ist eine Image-Sache, dass man sagt, man muss Sancerre trinken oder man muss einen Italiener trinken. Gerade im Weißweinbereich sind wir Deutschen in den letzten Jahren wirklich an die Spitze gekommen. Aber ich habe natürlich auch, neulich hatten wir einen australischen. Wir haben sogar aus dem Libanon einen Wein. Neuseeländische. Kalifornische. Chilenische. Ja. Kalifornische. Aber selbstverständlich. Nein, nein. Und zwar gibt es da überall hervorragende Weine. Ja, weil die Sonne so gut ist. Oh. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass erst in den letzten Jahren, wie übrigens auch in Deutschland, der Vorsprung, den die Franzosen und die Italiener im Weinbau immer hatten, den holen die jetzt langsam auf. Deutschen Winzer vor 20 Jahren, das war ja ein Himbeerwasser. Auf der anderen Seite hatten die natürlich viel Spätlesen, die Deutschen nicht, und das wurde getrunken. Und im Grunde genommen ist der andere ja viel, viel wichtiger. Ja, und aber jetzt in den letzten Jahren ist natürlich die Winzerkunst auch in, ich denke, dass auch Chile, Australien, Neuseeland, aber auch in Kalifornien hat man sehr viel gelernt in den letzten Jahren. Die Puncher kriegten erst einmal was auf die Pfoten. Nicht? Genau. Und dadurch hat es sich auch verändert, glaube so, ich. So, also, demnächst kriegen wir den Fisch dazu. Wollten Sie wirklich eine Zigarette rauchen? Ja, ein Zier würde ich gerne machen. Ja, machen Sie. Müssen Sie dazu sitzen? Nee. Nein, nein. Sind ein Stehraucher, durchaus. Ein Stehraucher. Ich habe übrigens nachher zum Fisch angenehm auch noch einen deutschen vorbereitet, so ein bisschen zum Vergleich, aber der ist wirklich sehr, sehr leicht. Wir wissen ja gar nicht, wie gut unsere Weine sind, auch hier bei uns, nicht? Wirklich. Die Pfälzer sind wunderbar. Und die meisten denken immer noch, das ist so was wie, es ist wirklich mehr eine Frage des Namens. Klar, Orvieto klingt besser als Hattenheim, nicht? Aber schmecken tut der Hattenheimer vielleicht besser? Und es ist eine Sache, die sich aber langsam durchsetzen wird. So, benutzen Sie auch Wok? Ja, wir haben jetzt schon den zweiten. Den ersten mussten wir wegtun, der war hinüber. Ja. Oder den dritten? Ich habe... Ach, noch so ein Krupuk. Wie heißt das? Krupuk, ne? Lieblingsessen von Benjamin. Ja. Hm. Ich nehme Sesamöl. Ja. Es gibt das Helle und das Dunkle. Ich nehme fast immer das Helle. Beim Dunklen muss man ein bisschen aufpassen, das kann, wenn man zu viel nimmt. Und das heißt, ein sehr, sehr kräftigen Geschmack, den nicht jeder. Dieses ist viel neutraler. So. Machen Sie viel im Wok? Noch nicht so viel. Aber mehr und mehr, weil ich ja auch gerne mit Gästen koche und es hat halt auch was sehr Schönes. Der Ursprung ist ja, das ist eine große Pfanne und eigentlich muss es ja in der Innenhitze ganz, in der Mitte ganz heiß sein und am Rand nicht so heiß. Ich glaube, bei diesem Gusseisernen ist es so, dass sich das verteilt und dass es dann überall ziemlich heiß ist. So, ich fange mal an. Mit den... Da ist ein Aschenbecher. Ja, hab schon. Jetzt geht's weiter. Wie, so schnell? Ja, ich brauche ja nur ein paar Züge. Ach so. Also ich fange mit den... Wenn Sie die mal ein bisschen rühren für mich. Ja, ich bin dabei. Dann will ich mir die Hände waschen wegen der Chilischote, die ich vorhin... Ich habe nämlich... Irgendwann ist es dann doch so weit, dass man ans Auge kommt. Und ja, dann, nicht weinen. So. Mit denen fange ich an, weil die am längsten brauchen. Ja, ganz richtig. Klar. Salzen brauchen wir nicht, weil ich gleich Sojasauce nehme. Das ist überhaupt das Schlimmste natürlich, nicht an der asiatischen Küche. Das Vorbereiten. Das Vorbereiten ist furchtbar. Ja,
Dann stehen wir dann in der Küche und es wird geschnippelt und geschnippelt und geschnippelt. Das hat den Vorteil, wenn die Gäste kommen, dann ist alles sofort fertig. In 5 Minuten ist alles fertig. So. Ich tue mal die Zwiebel vielleicht dazu. Diese Frühlingszwiebel ist, glaube ich, in Asien die einzige Zwiebel. Ich glaube, die haben unsere gar nicht. Gar nicht. Die haben immer diese Frühlingszwiebel, wie wir sie nennen, oder Lauchzwiebel. Noch ein bisschen Öl. Ich glaube, wir arbeiten gar nicht mit Sesamöl. Was nehmen Sie? Wir nehmen neutrales, also Sonnenblumen oder so. Neutrales. War das jetzt schon meine Uhr? War das schon die Uhr? Nee. Das war was anderes. Die ist lauter. Eben. Sie stammen ja aus dem Osten, nicht? Ich stamme aus Hinterpommern und da gibt es ein so entzückendes Sprichwort, das ist keine Beleidigung. Im Winter ist der Pommer noch dummer als im Sommer. Aber was hat man dafür gekocht? Was hat man dafür in der Küche gehabt? Naja, das war eine ungeheure Küche. Natürlich. Schwer wahrscheinlich. Schwer. Ja. Da gibt es zum Beispiel ein Gemüse, was man hier gar nicht kennt. Kennen Sie Wruken? Dem Namen nach. Das sind so Rüben, ne? Eine Rüben. Das ist eine runde, rötliche Rübe. Ja. Und ist natürlich für die Menschen ein Schweinefutter. Ah, aber in Pommern haben es auch die Menschen gegessen. Wir waren ja nicht so reich in Pommern. Ja. Und es schmeckt vorzüglich. Ist wahr? Ja. Essen Sie so deftige Sachen noch? Ich habe früher viel deftiger, aber jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Sie haben doch auch in Wien gelebt. Ja. Na, da isst man ja auch noch ganz schön deftig. Ja. Sesamkerne. Aha. Die können ruhig ein bisschen anrösten. Ich muss dazwischen ein Wasser trinken, sonst trinke ich den Wein wieder gegen den Durst. Nee, ich trinke den Wein jetzt noch mal. Einen Schluck und dann höre ich auf. Ja. Aber das war ein guter Gedanke mit dem Südafrikaner. Nicht? Der ist schön. So, wenn Sie noch ein bisschen rühren, dann werde ich jetzt etwas eine helle Sojasauce. So, und dann ein bisschen Zitrone. So. Und ein bisschen Reiswein. Aha. Ui, das ist neu. Ja. Da kann man auch Sherry nehmen. Ach. Oft hat man, also nicht jeder hat Reiswein zu Hause. Sherry würde genauso gehen. Und jetzt tue ich ein bisschen Honig rein. Aha. Sie merken schon, das ist kein original thailändisches Rezept. Das ist ein Bio. Ja, das ist diese ein abgewandeltes euroasiatische Küche, die man ja jetzt auch in Amerika viel Euro-Asian. Ich mache schon aus. Ja, im Grunde, glaube ich, müsste das. Das ist fertig. Ich probiere mal ein Stückchen. Auch wegen der. Bestens. Was macht der Fisch? Der müsste jeden Augenblick jetzt klingeln. Dann haben wir nämlich gerade alles wunderbar zusammen. Ich räume hier mal ein bisschen weg. Was kann ich wegräumen? Das, ja. Das? Da. So, der ist fertig, ja. Soll ich? Nicht verbrennen. Nein. Toll. Jetzt können wir den reinstellen. Ja. Stelle ich noch mal auf 10 Minuten. So. Das sieht aber sehr gut toll aus, nicht? Jetzt, wie kriegen wir das jetzt runter? Das müssen wollen wir es da drin haben? Oder ja, nein, ich nehme Teller. Auf etwas nehmen. Ah ja. Frage ist, wollen wir es als erstes? Wollen wir denn nicht gleich so die Teile da drauf nehmen? Wollen Sie es machen? Bitte. Aber sie kann das ja viel besser. Ja? Aber ja. Schau zu. Soll ich mal schauen?
So, wunderschön. Mhm. Heiß ist in der Küche. So. Das ist nicht so schön geworden. Dann nehmen wir die andere Seite von der. Ja, wir können. Ja, ich tue den mal weg. Ja. Da ist doch schön. Sehr gut. Jetzt komme ich rüber mit den beiden Tellern. Also so ganz perfekt habe ich es nicht gemacht, aber... Nein, es sieht glänzend aus. Und schmeckt sicher vorzüglich. Kriegen wir hier was drauf? Also, wenn das nichts ist, wir stellen uns hierher. Vorsicht, das muss ich wegstellen, sonst verbrennen wir uns noch. So, und dann trinken wir noch einen anderen. Iphilfer Kronzberg Müller Thurgau Kabinett aus dem Frankenland. Der ist nämlich jetzt kälter, weil der aus dem Eis kommt. Erstmal herzlichen Dank. Dankeschön. Auch schön. Auch schön, ein bisschen lieblich. Etwas lieblicher, passend zu dem, ja, zu dem thailändischen, ja, auch zu dem Gemüse. Ich muss sagen, was mich sehr überrascht, der Fisch hat von dem Knoblauch nur einen Hauch angenommen. Und es ist überhaupt nicht, ich hatte ein bisschen Bedenken, ehrlich gesagt, jetzt darf ich es ja sagen. Als sie da so viel Knoblauch hatte, um Gottes Willen, dachte ich, der Fisch wird ja seinen Eigengeschmack verlieren. Nein. Überhaupt nicht. Ganz, ganz leicht. Wunderbar. Ganz wenig hat er angenommen von dem Gewürzen. So ist das Gemüse natürlich fabelhaft. Ne? Passt auch toll dazu. Wunderbar. So, ideal. Und so einfach, was ich enorm finde, was haben wir früher die Gemüse totgekocht. Mhm. Und jetzt werden die in wenigen Minuten nur ein bisschen angebraten und sind herrlich. Also zum Fisch passt eigentlich sogar der südafrikanische noch besser, fast, finde ich. Da kann man jetzt streiten. Jeder Wein passt. Wenn er ein ordentlicher Wein ist, überhaupt, ne? Ja.